Heute, am ersten Sonntag nach Ostern, darf ich Sie, liebe Zuschauer und liebe Zuschauerinnen, mit dem Wochenspruch ganz recht herzlich begrüßen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. In Jesu Namen wünsche ich uns einen gesegneten Sonntag und ebenso einen guten Gottesdienst. Lassen Sie uns nun gemeinsam das erste Lied singen, Gott des Himmels und der Erden, die Nummer aus dem Gesangsbuch, die 445. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Die Erfahrung des Psalmdichters ist, dass man sich auf Gott verlassen kann. Nicht dagegen auf Menschen. Denn Wahrhaftigkeit, Treue, weiser Rat und durchgreifende Hilfe in der Not kann man von Menschen nicht unbedingt erwarten. Sichere Hilfe für jeden Tag und Rettung für die Ewigkeit vermag nur Gott zu gewähren. Diese Gewissheit gehört zu den Besitztümern des Glaubens. Sie gibt den Glauben auch in aussichtsloser Lage Ruhe für seine Seele und schützt ihn vor innerem Zusammenbrechen. Wenn alle Stützen versagen, lernt der Gläubige ganz auf Gott angewiesen zu sein, den Becher der Rettungen allein aus seiner Hand anzunehmen. So auch der Psalm 116. Sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes. Denn du hast meine Seele vom Tode errettet, meine Augen von den Tränen, mein Fuß vom Gleiten. Ich werde wandeln vor dem Herrn im Lande der Lebendigen. Wie soll ich dem Herrn vergelten all seine Wohltat, die er an mir tut? Ich will den Kelch des Heils nehmen und des Herrn Namen anrufen. Kommt,
Lasst uns anbeten. Wir beten. Herr, vor dir bedenken wir, was hat Ostern bei uns verändert? Wie hat es unser Leben beeinflusst? Was ist bei uns anders geworden? Es fällt uns immer noch schwer, uns von unseren festgelegten Meinungen und festsitzenden Vorurteilen frei zu machen. Wir sind immer noch wie gefangen unter Zwängen, in Ängsten und dunklen Gedanken. Und sie dürfen uns doch gar nicht mehr beherrschen, wenn wir uns nur fest an dich hielten. Auch im Verhalten untereinander zeigt sich wenig von dem, was du uns schenkst. Freude und Offenheit, Hoffnung auf Leben, Lachen und Fröhlichsein. Dabei sehnen wir uns doch so sehr danach. Christus, du hast dich Ostern auf unsere Seite gestellt. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich unser. Liebe Gemeinde, spüren Sie noch die Anspannung dieser Woche in den Knochen? Eine Woche nach Ostern haben Sie sich vielleicht immer noch nicht ganz erholt. Sie haben den Frühjahrsputz gemeistert, das Essen geplant, vorgekocht und gebacken. Sie haben an Geschenke für die Kinder und Enkel gedacht, serviert, aufgetragen, abgeräumt und gespült. Dazu kam der Stress mit der Corona-Pandemie. Mit dem, was Sie geleistet haben, können Sie sich wirklich sehen lassen. Für die eigene Familie haben Sie Ihre Interessen beiseite geschoben. Ja, Sie haben gelernt, nicht zuerst auf das zu hören, was Sie persönlich brauchen, sondern zuerst auf das, was die Kinder, der Partner, die Eltern, aber auch dann die Kirche und der Verein brauchen. Tief im Innersten, da rumort die alte Klage. Mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht an meinem Gott vorüber. Interessiert sich überhaupt Gott für das, was mir zusteht? Weiß Gott, auf was ich alles verzichten muss? Kennt er meinen Weg? Liebe Zuschauer, heute geht es um zwei wichtige Dinge in unserem Predigttext, aber auch in unserem Leben. Es geht um die Aufmerksamkeit und um die Hingabe, die uns weiterhelfen soll, zu verstehen. Was damit gemeint ist, finden wir bei Jesaja im 40. Kapitel, die Verse 26 bis 31. Seht doch nur in die Höhe, wer hat die Sterne da oben geschaffen? Es lässt sich alle aufmarschieren, das ganze unermessliche Heer. Jeden Stern ruft der Einzelne mit Namen und keiner bleibt fern, wenn er, der Mächtige und Gewaltige, ruft. Ihr Leute von Israel, ihr Nachkommen Jakobs, warum klagt ihr? Der Herr kümmert sich nicht um uns, unser Gott lässt es zu, dass uns Unrecht geschieht.
Habt ihr denn nicht gehört? Habt ihr nicht begriffen? Der Herr ist Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Seine Macht reicht über die ganze Erde. Er hat sie geschaffen. Er wird nicht müde. Seine Kraft lässt nicht nach, seine Weisheit ist tief und unerschöpflich. Er gibt den Müden Kraft und die Schwachen macht er stark. Selbst junge Leute werden kraftlos, die Stärksten erlahmen. Aber alle, die auf den Herrn vertrauen, bekommen immer wieder neue Kraft. Es wachsen ihnen Flügel wie dem Adler. Sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und brechen nicht zusammen. Unser Predigttext begegnen wir völlig verzweifelten und mutlos gewordenen Menschen. Es sind die gefangenen Juden in Babylon. Sie haben einen grausamen Krieg hinter sich und diesen verloren. Ihre Feinde haben sie aus ihrer Heimat in die Fremde verschleppt. Wie konnte Gott das alles zulassen? Gibt es denn überhaupt einen Gott, der so viel Leid und Elend auf der Erde zulässt? Die Babylonier hatten ihre eigenen Hausgötter. Anscheinend waren sie mit ihren Hausgöttern und ihren Amuletten, die sie trugen, glücklich. Auch bei uns gibt es ja genug Leute, die an ihren Halsketten irgendein Amulett tragen, das sie beschützen soll. Die babylonischen Herren glaubten auch an die Sterne. Sie waren Meister in der Astronomie. Sie konnten den nächtlichen Sternenhimmel für lange Zeiten vorausberechnen und ihre Kalender, die waren sehr genau. Wenn ein Volk so viel wusste und den Lauf der Sterne so genau berechnen konnte, wann war dann der eigene Gott geblieben? Wo ist das Wort Gottes, das in meiner Müdigkeit aufhelfen will? Liebe Zuschauer, darunter leiden so viele Menschen, denen ihr Glaube wichtig ist, dass sie so oft die Abwesenheit Gottes verspüren. Sie fragen sich verzweifelt, wo ist denn Gott in meinem Leben? Ich denke an Menschen, die ihren Ehepartner verloren haben. Ich denke an Menschen, die am Coronavirus erkrankt sind. Ich denke an Menschen, die nur die Armut und Hilflosigkeit bei sich verspüren. Warum hat es ausgerechnet mich so schlimm getroffen? Warum hilft mir Gott denn nicht, obwohl ich so viel gebetet habe? Und dann scheint auch noch die Naturwissenschaft mit ihren Erkenntnissen unseren Glauben völlig zu verwirren. Aber das eine haben wir, so denke ich, inzwischen gelernt. Dass unser Glaube uns nicht sagt, wie Gott die Welt erschaffen hat. Das, liebe Zuschauer, überlassen wir der Wissenschaft. Der Glaube aber sagt uns, dass Gott diese Welt erschaffen hat. Damit kann auch die Wissenschaft leben. Natürlich bleiben in schweren Stunden Zweifel und Fragen. Doch der Glaube, dass der unendlich große und allmächtige Gott liebevoll für uns sorgt,
stellt uns wieder auf den Boden. Eine Antwort auf alles, das gibt uns der Glaube auch nicht. Aber der Glaube hilft uns auch, mit offenen Fragen zu leben. Der Glaube gibt uns Hoffnung und deshalb brauche ich auch keine Angst vor der Zukunft zu haben. Habe ich Hoffnung, so brauche ich auch keine Sterne mehr zu befragen. Unser heutiger Predigttext richtet sich also an kraftlose und müde gewordene Menschen, die nicht an die Kraft Gottes rankommen. Sie kommen deshalb nicht an die Kraft Gottes heran, weil sie diese nicht dort suchen, wo sie zu finden wäre. Und was ist die Antwort Gottes? Das, was ihr sucht, ist viel näher, als ihr dachtet. Ja, Gott hat etwas Besseres mit uns vor. Wir sollen freie Menschen sein, frei und niemand untertan. Wir brauchen ein Herz für das Reich Gottes. Es gibt unendlich viele Wege, Gott nachzufolgen. Mit der Taufe hat Gott einen Anfang mit uns gemacht. Da hat er uns gezeigt, dass wir seine Kinder sind und er höchstes Interesse für uns hat. Unsere Taufe war eine Demonstration Gottes, dass er mit uns den Weg durchs Leben gehen will. Wenn wir müde werden, gibt er uns neue Kraft. Wenn wir stolpern, stützt er uns. Wenn wir fallen, dann richtet er uns wieder auf. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Singen wir nun das Lied, nun saget Dank und lobet den Herrn, die Nummer 294.
Lasst uns beten. Herr, unser Gott, nun schauen wir nach vorn in die neue Woche. Manches erfüllt uns mit Sorge und beunruhigt uns. Der eine hat Angst vor den Belastungen des Berufes oder der Schule. Ein anderer befürchtet die Begegnung mit jemandem. Wir alle bangen um den Frieden in der Welt. Auch da bitten wir noch einmal, vergib uns unseren Unglauben, der so leicht vergisst, mit dir zu rechnen. Lass uns gelingen, dass unsere Gedanken nicht immer nur um unser eigenes Ich kreisen zu lassen. Deshalb bitten wir dich um ein Herz, das Anteil nimmt an der Sorge und Not wie an der Freude anderer Menschen. Wir bitten um Augen, die den ändern, nicht übersehen, noch an ihm vorbeisehen. Wir bitten dich um Hände, die zum Helfen und Geben bereit sind und sich zur Versöhnung ausstrecken. Lass uns mit deinem Geist in die neue Woche gehen und dem festen Vorsatz, dir mit allen unseren Kräften und Gaben zur Verfügung zu stehen, im Dienst an Menschen. Alles, was uns noch bewegt an Bitten für Menschen, um die wir uns sorgen, an Dank für empfangenes Gute, an Sorge um die Zukunft, an Angst vor dem morgigen Tag, das tragen wir unserem himmlischen Vater vor, wenn wir jetzt gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun geht mit dem Segen des Herrn in die neue Woche. Es segne und behüte dich, Gott der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.